Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der History Challenge. Wir befinden uns immer noch in der Steinzeit und Björn und Alea, ja, haben sich gerade so ein wenig in den Haaren. Alea hat sich dann auch entschieden, jetzt ein wenig liebestoll zu werden. Und wir werden ihn jetzt einfach mal küssen. Und, wo war das? Ich glaube, Moment, wo war das? Es war, glaube ich, irgendwas mit Küssen und Vertragen. Wir versuchen ihn jetzt einfach mal zu verführen. Und ich glaube, wir haben nämlich jetzt hier auch ein Küken. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo das ist. Was wir jetzt hier ausbrüten lassen können. Und ich würde sagen, das lassen wir doch einfach mal die gute Annelie erledigen. In diesem Stall sind ja, glaube ich, keine weiteren Küken mehr. Und da haben wir ein weiteres Babyküken. Schade, ich dachte eigentlich, wir könnten jetzt sehen, was es ist, aber anscheinend nicht. Wir werden die gute Annelie dann jetzt hier auch einmal, baden schicken. Und dann würde ich doch ganz einfach mal behaupten, dass die gute Lagata doch hier auch einfach den Stall jetzt einfach mal säubern kann. Hör du bitte einmal hier auf zu arbeiten. Oder was heißt zu arbeiten, einmal zu spielen. Wir haben auch hier jetzt wieder keine Bruteier bekommen, aber was jetzt eigentlich nicht so schlimm ist, weil wir ja im Moment auch genug Hennen haben. Und jetzt hat sich die Familiendynamik zwischen Rollo und Björn möchte sich zu schwierig entwickeln. Die beiden kommen einfach im Moment nicht miteinander klar und das können wir doch sehr, sehr gerne machen. Ich habe jetzt zwar nicht mitbekommen, was da jetzt das Problem war, aber vielleicht haben sie sich auch einfach, nur darum gestritten. Oder was heißt nur darum gestritten? Einfach nur gestritten. So, und die gute Lagata hat jetzt ein Brutei bekommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das können wir aktuell leider aber noch nicht rausplatzieren. Weil wir aktuell nicht auf ihr, auf ihr Inventar zugreifen können. Ist aber nicht so schlimm. So, liebe Alea, ich hoffe, der Stall ist sauber. Ja, Futter müsste auch genug in der Nähe sein. Dann darfst du definitiv jetzt hier einmal ein wenig rumschwimmen. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir hier den guten Rollo einmal aus dem Bett schmeißen können, denn die gute Gida, okay, geht's eigentlich noch relativ gut. Wir schauen dann auch hier mal ganz kurz, wie es mit den Geburtstagen aussieht, aber da sieht's eigentlich relativ, ich würde mal sagen, gut aus. Am Sonntag hat dann auch schon die liebe Gida Geburtstag, da wird sie dann einfach auch schon zum Säugling. Finde ich sehr, sehr süß. Lieber Rollo, dann räum du doch bitte jetzt hier einfach mal auf. Jetzt haben wir hier ein Liebes. Lagata schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes da drin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur steht, du bist süß. Sie glaubt, dass es von dem neuen Jungen stand, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Wir sprechen ihn jetzt einfach an. Der Junge ist alleine, da er noch nicht viele Freunde hat. Aber als Lagata den Zettel zeigt, missversteht der Junge sie und sagt, ich kenne dich doch gar nicht. Dann kommt auch noch das größte Tratschmaul der ganzen Klasse um die Ecke und sieht sie zusammen. Das ist jetzt eigentlich schon peinlich genug. Aber das wird bald noch schlimmer werden. Oje, das war natürlich nicht die Absicht von uns. Aber kann man jetzt leider nichts dran ändern. So, dann schauen wir jetzt auch mal, wie es Gida geht. Okay, Gida ist wütend, weil sie wach ist. Okay, dann werden wir jetzt hier Gida einmal die Windel wechseln. Dann haben wir das nämlich auch einmal erledigt. Die gute Alea ist nämlich hier noch ein wenig am Rumschwimmen. Sei ihr auch gegönnt. So, und dann schauen wir auch mal, wir sollten sie auch einmal füttern. Das machen wir dann gleich im Anschluss. So, und dann kann Rollo definitiv dann auch noch ein wenig Bauchzeit mit mir. Und Moment mal, was hat er ihr da aus der Windel geholt? Warum holt er ihr aus der Windel ein Flugzeug? Kann mir das jemand verraten? Also sehr, sehr komisch. Das, was die Sim-Kinder dann alles in ihrer Windel verstecken. So, dann werden die beiden hier jetzt einfach noch ein wenig Bauchzeit verbringen. Und die gute Alea kann dann jetzt hier einfach mal ihr Bild verkaufen und kann dann jetzt hier wieder einmal ein wenig Essen zubereiten. Und dann wird sie sich dann jetzt hier einmal um ihre Ernte kümmern. Da werden wir jetzt hier einmal alles verkaufen. Das ist nämlich jetzt im Moment noch ein super Extraverdienst, das wir hier haben. Und ich glaube, irgendwas können wir hier weiterentwickeln. Genau, hier diese
Bananen oder was das auch ist. Ne, die Schokobeere. Das trifft sich doch auch gut. Und hier haben wir dann auch noch ein paar Sachen. Ich finde es halt immer schwer zu sehen. Oder was heißt schwer zu sehen? Sachen, die wir weiterentwickeln können. Weil das Blinken fällt mir oftmals nicht so sehr ins Auge. So, das Essen haben wir schon vorbereitet. Das ist schon mal gut. Jetzt schauen wir mal, wie es Lagata geht. Sie ist hier immer noch was, keine Ahnung, was machen. Dann werden wir jetzt noch weiter mit ihr ein wenig Bauchzeit verbringen. So, dann schauen wir mal hier ganz kurz, wie es den Hühnern geht. Ihnen geht es eigentlich sehr, sehr gut. Das ist doch schon mal gut. Irgendeiner von ihnen hatte doch ein paar Eier. Die müssten wir nämlich dann... Wir haben hier ein Schokoei. Okay. Können wir das für irgendwas gebrauchen? Und wir haben auch hier ein Klavierbuch. Finde ich sehr, sehr cool. Was wollte ich denn jetzt damit sagen? Ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Wir werden aber hier noch ein paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel hier diese 99 Plus Sachen. So, dann haben wir nämlich das Inventar auch mal ein bisschen aufgeräumt. Und dann, bevor ich es vergesse, müssen wir uns dann hier auch einmal noch um die Bienen kümmern. So, wir verbinden uns dann hier mit den Bienen noch ein wenig, damit sie eben, ja, nicht so aufgewühlt sind, sage ich jetzt einfach mal, damit sie uns halt weiterhin kennen. Moment mal, war das nicht... Wo ist der Kerl denn hin? War das nicht derjenige, der ein... oder auf den Alea einen Crush hatte? War das nicht so? Oh Gott, jetzt wird sie auch noch von den Bienen angegriffen. Okay, die sind jetzt aufgebracht. Wir versuchen uns trotzdem nochmal mit ihnen zu verbünden. Weil ich glaube, das ist das, ja, was... sie dazu bringt, ruhig zu werden. Ja, sieht ganz so aus. Und ich glaube einfach, die Hühner sind heute ein bisschen schadenfroh. Wir werden dann jetzt hier erst einmal mit ihr über die Fellpflege reden. Und was möchte sie jetzt? Sie möchte etwas Unkraut jäten und möchte... Was ist das hier? 8 Stunden draußen bleiben. Ja, ich denke mal, das können wir dann auch einmal anpinnen. Denn das Essen ist jetzt gerade fertig. Dann werden wir jetzt nämlich hier die Mahlzeit einmal servieren. Und dann können wir das nämlich hier einmal auf den Tisch platzieren. Und dann kann sie jetzt hier einmal alle zum Essen rufen. Lieber Rollo, steh du doch bitte einmal auf und nimm dir was zu essen. Und das hier werden wir dann einmal schon mal für dich wegschmeißen. Und was machen die beiden jetzt? Okay, ich glaube, die zwei reden einfach nur. Im Moment, ja, nagt das Ganze auch ziemlich hier an ihrer Beziehung. Deswegen versuchen wir jetzt hier einfach mal ein wenig mit ihnen, ja, zu interagieren, damit wir das eben auch nicht, ja, vergessen. Und Annelie lädt jetzt Jason zu sich ein. Finde ich sehr, sehr cool. So, liebe Annelie, geh du bitte einmal das Ganze hier bestäuben. Oh Gott, was machen die zwei? Oh. Warum? Warum machen die beiden eigentlich immer ein Techtelmechte? Kann mir das jemand verraten? Und Annelie ist jetzt einfach eingeschlafen. Wir werden, sobald die beiden dann jetzt fertig sind mit ihrem Techtelmechtel, werden wir dann jetzt hier einfach nochmal die ganze Familie einmal zum Essen rufen. Auch wenn Rollo ja jetzt hier schon genug zu essen hat, aber damit halt Jason auch sich was zu essen nehmen kann. Und Annelie wird dann jetzt hier sich auch einmal um ihren Gast kümmern. Wir werden dann jetzt hier einmal über unsere Geschwister reden und dann werden wir einmal ein bisschen rumblödeln und spielen dann die Geschichte, oder was heißt die Geschichte, die Idee dann einfach noch weiter aus, ja, etwas zu bauen, wo eben das Wasser von oben herunterprasselt und nicht, ja, dass man nicht in einer Pfütze baden muss, um sauber zu werden. Dann werden wir jetzt hier einmal über die warmen Temperaturen reden. So, wo geht Jason jetzt hin? Okay, Jason ist jetzt da hinten. Ich glaube, er wollte sogar baden gehen. Dann werden wir doch jetzt hier einmal ein bisschen mit... Ne, warum können wir jetzt mit Lagata spielen? Okay, wollen wir ja eigentlich nicht. Dann werden wir jetzt hier aber einfach mal hier ein wenig aufräumen. Wir schauen auch direkt, wie es Gida geht. Gida hat eigentlich auch schon Hunger. Dann, liebe Alea, musst du Gida dann gleich einmal, ja, hier füttern. Und der gute Jason macht sich jetzt auf den Weg nach Hause. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier einfach nochmal einen Cut. So müde, wie die komplette Familie Stone ist, lassen wir sie dann auch nochmal zurück. Wir werden schauen, was der nächste Teil alles so bringen mag. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst, denn so können wir gemeinsam wachsen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!